Corinne Imhasli, Vizepräsidentin vom Verein Feriopass.ch Bezirk Visp. Ihr seid auf der Suche nach neuen Ideen. Wie geht ihr da vor? Also, wird ja ganz sicher auf einmal die wir schon hatten, wieder angehen. Und ich muss wirklich positiv sagen, es sind ein Haufen, die seit Jahren mitmachen und mit Begeisterung immer wieder mitmachen. Aber die Zeiten verändern sich, die Interessen der Kinder und der Jugendlichen verändern sich. Und so sind wir eigentlich auch so ein bisschen angewiesen, dass Leute neue Ideen bringen, was man für Kurse könnte machen. Und wer kann die Ideen überhaupt erreichen? Das können Privatpersonen sein, die selber ein gutes Hobby haben, ein lustiges, außergewöhnliches, sei es musikalische Richtung, irgend kreativ, Sport. Es könnte aber auch sogar Firmen sein. Also wir haben bestehen zum Beispiel die SBB, die immer wieder hinter die Kulissen schauen und die Kantonspolizei, die mitmacht mit der Spurensuche. Also es könnte auch Grossfirmen sein, die irgend so ein Kurs anbieten. Genau. Und was müssen die Ideen einreichen und genau beachten? Ideal wäre, dass die Ideen haben, dass sie euch umsetzen können, dass die einfach vom Zeitraum vom 9. bis 22. Juli 2018, dass die können, sich irgendwann in der Zeit auch Zeit nehmen, so einen Kurs anzubieten, sei das für 2 Stunden oder einen halben Tag oder einen ganzen Tag. Und was ganz wichtig ist, wir arbeiten eigentlich auf Non-Profit. Also wir wollen wirklich etwas für Kinder machen und unser Lohn ist glückliche, zufriedene, strahlende Kinder am Ende von dem Tag. Und falls Umkosten sollte bestehen, die wir das natürlich mit unserem kleinen Budget, das wir gleich noch zur Verfügung haben, können wir da eventuell noch mithelfen. Aber eigentlich arbeiten die Leiterinnen und Leiter kostenlos. Habt ihr mehr junge Leute, für das zu motivieren? Es geht eigentlich nicht so. Also die wirklich gerne mit Kindern arbeiten und euch beruflich oder so etwas mit dem zu tun haben, also die sind alle ohne Diskussion dabei. Ja, das ist eigentlich nicht das Problem.